Einen schönen guten Tag, beziehungsweise guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr dieses Video gerade seht. Heute geht es um das wunderschöne Thema von A nach B in Leipzig. Wie geht es am besten, ne? Und richtet sich vor allem jetzt wieder an die Leute, die frisch nach Leipzig gezogen sind und ja, gerne wissen würden, ne, wie sie am besten, am schnellsten, am tollsten, am schönsten, ne, von A nach B kommen. Und da ist jetzt ein bisschen schwierig, da jetzt nicht irgendwas zu erzählen, was der eine oder andere vielleicht nicht schon weiß, aber ich versuche das trotzdem so abzufassen, dass es recht nützlich für jene wird, die frisch nach Leipzig gezogen sind. So, klar, also auf jeden Fall, ihr habt immer die Variante Fahrrad, Straßenbahn bzw. Auto. Und ich komme jetzt einfach nur so zu ein paar Vor- und Nachteilen, die es so in Leipzig gibt mit allen diesen drei Sachen. Also was das Auto betrifft, da ist so das Ding. Fahrt nicht unbedingt, vor allem nicht tagsüber durch die Innenstadt, also vor allem so Innenstadtring und so. Es bringt in Leipzig manchmal etwas mehr, wenn man kleinere Umwege fährt, aber dafür halt nicht durch die Innenstadt, weil man da halt relativ lange steht. Aber das erklärt sich eigentlich ein bisschen von selber. Das Einzige, was man vielleicht wirklich sagen muss, diese ominösen Parkplätze, von denen in der Stadt manchmal geredet wird, die sind eigentlich nicht existent. Also, wenn man manchmal in der Stadt ist, zum Beispiel ins Kino geht oder irgendwas, und fährt mit dem Fahrrad, dann hat man manchmal Probleme, einen Stellplatz für sein Fahrrad zu kriegen. Fürs Fahrrad, was gerade mal so halb so groß ist, wenn überhaupt, also halb so lang wie ein Auto. Und da muss man manchmal sogar noch laufen, bis man eine Stelle gefunden hat, wo man das Fahrrad hinstellen kann. Und da kann man sich auch ausrechnen oder kann man sich denken, dass es da mit dem Auto wirklich keine gute Idee ist, in die Innenstadt zu fahren. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Straßenbahn ist eigentlich auf jeden Fall eine coole Sache. Ist in der, mit dem LVB alles super cool vernetzt. Ihr werdet dann sicher noch feststellen, dass vor allen Dingen der Winter für die LVB jedes Jahr immer sehr überraschend kommt. Und hier ist es vor allem wichtig, dass man weiß, dass das Straßenbahnnetz in Leipzig, wenn ich das mal anguckt, mal so LVB-Netz eingeben, das ist so, ich weiß gerade nicht, wie ich es beschreiben soll, so sternförmig aufgebaut. Das heißt, wenn man jetzt so wohnt irgendwie, sag ich mal, am Rand der Stadt, nicht genau in der Innenstadt, und will jetzt einfach nur, sage ich mal, ein Stückchen Richtung Osten oder ein Stückchen Richtung Westen in so ein anderes, in so eine andere Gegend, eine andere, mal was Neues sehen, dann ist immer das Problem, dass es meistens so ist, dass man mit der Straßenbahn erstmal bis in die Innenstadt fahren muss, um dann umzusteigen und dann wieder zurückzufahren, dass man fährt wie so eine Art V. Und das kann ziemlich lange dauern, wenn es nicht direkt eine Busverbindung gibt. Selbst wenn es eine Busverbindung gibt, heißt es nicht immer, dass es schnell geht. Das ist also ein wirklicher Nachteil. Wenn man sowas oft fahren muss, dann macht es schon mehr Sinn, das Ganze mit dem Auto zu fahren, weil man dann wirklich oft Zeit spart. Also gerade der Weg zu meiner alten Schule, da weiß ich noch, da hat es mit der Straßenbahn tatsächlich fast eine Stunde gedauert und mit dem Auto 10 bis 15 Minuten. Das war wirklich, das war genau so ein Fall, wo man sozusagen in den Nachbarort musste. So, genau. Super ist auf jeden Fall immer das Fahrrad. Das kann man eigentlich nicht anders sagen. Das einzige Problem, und das ist klar, das ist halt wettergebunden, also kann man im Winter nicht wirklich nutzen, ne? Außer man ist einer von den ganz harten Leuten, ne? Und macht Kabelbinder ans Rad für die Schneeketten. Nee, ich weiß es nicht. Also ansonsten, ne, ist Fahrrad auf jeden Fall immer eine super Option. Man kommt eigentlich mit dem Fahrrad immer überall hin. Und was vielleicht noch zu sagen ist, gerade wenn es jetzt später wird, der neue Citytunnel ist halt auch möglich, gerade wenn man so an der Nord-Süd-Achse wohnt von Leipzig, da noch auch relativ spät irgendwo hinzufahren. Und was auch schön ist, wenn man mal nachts irgendwie weg muss, da gibt es so eine schöne Zeiten, die sich der LVB ausgedacht haben, was sich auch jeder Betrunkene merken kann, dass 1:11 Uhr, 2:22 Uhr und 3:33 Uhr alle Nightliner am Hauptbahnhof zentral losfahren. Also egal mit welchen Nightliner man fährt, man findet im Hauptbahnhof zu diesen Zeiten immer den passenden. Braucht auch keine Angst haben, dass man den irgendwie verpasst. Die kommen auch zwischendrin nochmal. Ich bin jetzt kein LVB-Profi. Ich glaube, die kommen also im halben Stundentakt ungefähr. Das kommt ein bisschen auf den Nightliner an. Aber auf jeden Fall zu diesen Uhrzeiten kommt ihr weg am Hauptbahnhof. Ja, und in diesem Sinne habe ich das schon wieder gesagt. Genau, beende ich das Video. Genau, und denke, habt das ganz gut zusammengefasst. Und wenn nicht, dann könnt ihr das gerne alle in die Kommentare schreiben. Und dann weiß ich beim nächsten Mal einfach, dass ich dann hier unten das, was ihr dann da sagt, da mal bedenken sollte. Ja?
Gut, alles klar. In diesem Sinne, wie immer, ein paar schöne Tage und bis zum nächsten Mal.